Sind wir tatsächlich schon gleich da? Ja, die Fahrt zum Steigenberger Hotel Bad Pyrmont vergeht jedes Mal wie im Flug. Allein die Anreise durch das malerische Weserbergland ist bereits die reinste Erholung. Ein paar Tage in diesem Haus versprechen immer wieder eine erlebnisreiche Abwechslung vom Alltag. Hier finden wir genau das, was wir uns wünschen. Ruhe und Entspannung für Körper, Geist und Seele dank der vielen Wellnessangebote. Aber eben auch sportliche Aktivitäten und vieles mehr. Immer wieder beeindruckt und überzeugt die zeitlose Eleganz des Steigenberger. Nicht zuletzt wegen der einzigartigen Lage, direkt am preisgekrönten Kur- und Landschaftspark der Stadt. Bereits beim Betreten der Jugendstilhalle empfängt und begrüßt uns moderne Gastlichkeit. Man spürt förmlich das herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Einer der vielen Blickfänge des Hauses ist die großzügige Marmortreppe mit den Bleifenstern. Sie erzählen die Geschichte des ehemaligen Kurbades. Die 145 Zimmer und 6 Suiten, meist mit eigenem Balkon oder Terrasse, bieten einen atemberaubenden Blick über den Park und das Pyrmonter Tal. Die Suiten, in unterschiedlichen Stilrichtungen gestaltet, erlauben ein individuelles Wohnerlebnis. Entspannt frühstücken. Bei diesem Ausblick auf die Blumenallee einfach herrlich. Im Café Cappuccino verlockt ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, das keinerlei Wünsche offen lässt. Großartig diese frisch zubereiteten Kaffeespezialitäten und Speisen. In den Sommermonaten ist das Frühstück auf der Parkterrasse die wohl schönste Art, den Tag zu begrüßen. Ein großer Vorteil des Steigenberger Hotels ist sicher die zentrale Lage. Das Herzstück der Stadt, der Brunnenplatz, ist nur wenige Meter entfernt. Hier, unter dem Brunnentempel, sprudelt seit Jahrhunderten der Hüllige Born, eine von zahlreichen Mineral- und Heilquellen im ehemaligen Fürstenbad Pyrmont. Inmitten von Bad Pyrmont liegt das Schmuckstück der Stadt, der herrliche Park. Der dazugehörige Palmengarten ist die größte europäische Palmenfreianlage nördlich der Alpen. Im Wasserschloss von Bad Pyrmont leben Geschichte und Gegenwart in harmonischer Symbiose. In den historischen Prunkräumen finden regelmäßig Ausstellungen, Konzerte und Lesungen statt. Der Pyrmonter Theatersommer mit Kabarett- und Theateraufführungen ist weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt und beliebt. Das Restaurant Palmengarten verlockt mit leichten und natürlich zubereiteten Gerichten, wahlweise auch mit Vital- und Diätküche. Das Konzept der euroasiatischen Küche spiegelt sich auch in der Gestaltung des Restaurants wider. Im Zentrum des Restaurants liegt das lichtdurchflutete Atrium. Hier werden mehrmals wöchentlich verschiedene Spezialitätenbuffets angeboten. Atrium und Innenhof sind ebenfalls von asiatischer Kunst inspiriert. Ein separater Lift ermöglicht den Gästen, direkt aus den Zimmern in die Serai Spa World Luxury zu gelangen. Sehr angenehm. In der 1500 Quadratmeter großen Wellness-Oase findet man Ruhe und Entspannung. Das Element Wasser ist neben Korpus und Venus eine der tragenden Säulen der Philosophie des Hauses.
Die integrierte Wellness-Bar lockt mit köstlichen Kleinigkeiten. Herrlich, das auf angenehme 31 Grad temperierte Innenbecken. Zwei Whirlpools im pavillonartigen Badetempel mit Kneippbecken ergänzen das Ensemble. Neben einer Kräutersauna, einer Kelo-Blockhaussauna und einem Dampfbad findet man ein Biosanarium mit Lichttherapie und einen idyllischen Saunagarten als Ruhezone. Zwischendurch sorgen kühle Getränke und Fruchtspieße für ausreichend Flüssigkeit, Vitamine und Mineralstoffe. Nebenbei bemerkt, das Steigenberger Hotel Bad Pyrmont ist Deutschlands erstes Hotel mit einer hauseigenen Meersalzgrotte. In den 10 Behandlungsräumen der Serai Spa World erfährt man Charme, Kompetenz und ein fürstliches Wellnessangebot der Extraklasse. Ob eine Hot-Stone-Anwendung, eine tibetische Klangschalenzeremonie, eine klassische, exotische oder ayurvedische Wellnessmassage aus Indien, Kräuterstempel aus Thailand, Lomi Lomi aus der Südsee oder ein pflegendes Hot-Chocolate-Ritual. Ob die traditionelle indianische Ohrkerzentherapie oder das orientalische Hammam-Ritual. Hier begeben sich Körper und Geist auf Sinnenreise. Reiki, Shiatsu, Thalassotherapien, Balneobäder und eine verlockende Sprudelwanne als Herbal Thai Bad oder Candlelight Bad. Hier bleiben keine Wünsche offen. Natürlich werden auch Gesichtsbehandlungen sowie klassische Maniküre und Pediküre angeboten. Täglich lockt die Wellness-Trainerin mit Yoga und Nordic Walking. Im hauseigenen Testcenter von marktführenden Outdoor-Anbietern kann man sich für jedes Wetter kostenlos einkleiden und ausrichten lassen. Da kann es dann ruhig einmal regnen auf einer der geführten Fahrrad- und Wandertouren. Richtig, aber auch Wassergymnastik, Aquadreaming und Bodyforming stehen auf ihrem Programm. Im Fitnesscenter des Hauses findet man moderne Trainings- und Fitnessgeräte. Auch hier steht die Physiotherapeutin als Personal Trainer mit fachgerechter Anleitung und Hilfestellung zur Seite. Für die Hotelgäste werden mehrmals wöchentlich Ausflüge und Fahrten organisiert. Der nahegelegene Schieder-Stausee ist eines der vielen ansprechenden Ziele. Der Ferien- und Golfconcierge des Hotels organisiert auf Wunsch das perfekte Golferlebnis. Dank der Kooperation mit den 3 umliegenden Golfplätzen erfreuen sich die Gäste des Hauses stets eines besonderen Services. Wunderbar, diese vielfältigen Möglichkeiten, unseren Aufenthalt durch Sport zu gestalten. Sehr beliebt ist das Steigenberger für die Ausrichtung von besonderen Veranstaltungen. In dieser einmaligen Atmosphäre sind erinnerungswürdige Feste nahezu garantiert. Der originalgetreu restaurierte Fürstensaal, hier erleben Galas, Bankette und Empfänge eine vielbeachtete Renaissance. Extern können Kongresse und dank des Parks sogar Outdoor-Events für bis zu 600 Personen ausgerichtet werden. Mit 6 kombinierbaren Konferenzräumen und moderner Veranstaltungstechnik für bis zu 190 Personen bietet das Hotel professionelle Tagungsmöglichkeiten. Ein Candlelight-Dinner abends auf der Kurparkterrasse. Das ist Lebensqualität. Angeregte Atmosphäre in der Piano Bar.
Die Hotelbar in der Jugendstilhalle bietet neben Live-Musik eine große Auswahl an klassischen und exotischen Cocktails. Ein lauer Sommerabend. Ein guter Whisky oder ein exotischer Cocktail auf der Arkadenterrasse der Bar. Was will man mehr? Jedes Jahr trifft man sich vor dem Steigenberger Hotel Bad Pyrmont im Rahmen der Rattenfänger-Rallye, einer Oldtimer-Tour der besonderen Art. Ein weiterer alljährlicher Höhepunkt ist der Goldene Sonntag, das älteste Lichterfest in Deutschland. Mit Musik, Kleinkunst und vielen Attraktionen feiern die Pyrmonter jeden ersten Sonntag im September mit Tausenden von Lichtern den Abschied vom Sommer. Der Tag endet mit einem prächtigen Höhenfeuerwerk nach Musik von Mussorgsky. Das Steigenberger Hotel Bad Pyrmont, im Zentrum der Stadt direkt am Park gelegen, ist der Inbegriff moderner Gastlichkeit. Mit großzügiger Wellness- und Badelandschaft, einem variablen Tagungstrakt, kulinarischem Hochgenuss im Restaurant und Entspannung für Körper, Geist und Seele im Serai Spa lässt das Hotel keine Wünsche offen.